Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück hier bei FitBeast Revelation mit zusammen mit Barry. Hi. Hi, hi. Grüßt euch. So, wir waren in der letzten Folge dabei, dass wir oben mal die Fertigungsanlage aufbauen. Und in der Zwischenzeit haben wir hier so im Off so ein bisschen was gebaut. Und ich habe den Überblick verloren, was das alles war. Weißt du es noch? Speicherkomponenten. So, eigentlich haben wir jetzt nur die Gravurmaschine mal angeschlossen komplett und sind jetzt dabei, die Schablonen für alle herzurichten. Das stimmt. So, jetzt müssen wir natürlich oben noch so ein bisschen die automatische Anlage haben und dafür wandeln wir jetzt erstmal unsere 1K-Speicherkomponenten in 2K, in 4K um. So, das müsste jetzt gehen. Ach nein, es fehlen immer noch die Kalkulationsprozessoren. Dachte, hättest du welche gemacht? Hab ich? Ja, hat er nicht gefunden. 11? Kalk. Das sind aber nur die gedruckten, das sind noch nicht die fertigen. Was? Die Kalkulationskreis-Schaltkreise müssen noch die müssen noch gepresst werden. Und zwar müssen die noch gemacht werden mit Silikon und mit Redstone. Ready Redstone. Nein, ich habe Redstone eingegeben. Nein, ich habe Redstone eingegeben. So, Redstone. Redstone geht uns aus. Wir müssen mal die Digi-Miner wieder zum Laufen bringen, die komischerweise alle verschwunden sind. Oh ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Das da, das da, das da. Und dann läuft das hier los. Haben wir noch ein paar Beschleunigungskarten? 7. Ja, das, dann hole ich mir die mal. Bisch. Hast du schon rausgenommen? Du hast sie oder dein Robby. Dupidu. Ich habe sie über Klick. Ah, ich habe sie im Inventar. Gut. So, dann hauen wir die mal hier rein. So. Und dann sollte das jetzt hier ruckzuck durchlaufen. Ja, sieht gut aus. Dann können wir jetzt nämlich weiterbauen. Denn das hat uns gefehlt. Also wir bauen jetzt ein paar Sekunden weiter und fehlt das nächste, ist ja klar. So, also nochmal hier Kalk. Da kommen sie. 32 Stück haben wir schon. Die legen wir hier oben rein. Und jetzt machen wir hier die 4K-Speicherkomponenten. Die werden so gebaut. Wir haben Redstone in der 1, 3, 7 und 9. Wir haben hier 1K-Speicherkomponenten in der 4, 6 und 8. Wir haben die Kalkulationsprozessoren in der 2 und hier haben wir Quarzglas in der 5. So, jetzt haben wir alle umgewandelt. So, wir gehen nochmal hier auf Speicherkomponenten. Und wir sehen, wir haben jetzt hier 19 mal Speicherkomponenten. Die hauen wir einfach mal jetzt hier an die drei Stellen, wo eben die 1Ks waren. Und wir gucken uns einfach mal an. Jetzt brauchen wir als nächstes die 16er. Da kommt jetzt Glowstone in die Ecken und oben kommt ein Konstruktionsprozessor hin. Konstruktionsprozessor haben wir da. So. Und jetzt wird es aber spannend, weil Glowstone, obwohl wir das eben bis... Doch, haben wir da. Ah, ist alles okay. Ist mir genügend da. Ja, waren wir eben erst unterwegs. Eben vor Stunden. So, das Rezept sieht also jetzt folgendermaßen aus. Wir nehmen Glowstone in die 1, 3, 7 und 9. Wir nehmen hier Konstruktionsprozessoren. Das sind die mit Diamanten. Die legen wir in die 2. Wir nehmen Quarzglas in die Mitte. Und wir nehmen die 4K-Prozessoren in die 4, 6 und 8. Und wir machen so viele, wie es geht. Es gibt 6 Stück jetzt. So. Und diese 6 Stück, die legen wir jetzt einfach mal hier in die 4, 6 und 8. Und wir bekommen hier 64K-Komponenten. Jetzt haben wir 2. Und ich habe mich verrechnet. Nein. Wir hatten doch vorhin ausgerechnet, dass wir 32... Ach nee, das ging nicht. Aus irgendwelchen Gründen konnten wir nicht so viele bauen, gell? Glowstone. 54 hatten wir vorhin ausgerechnet. Speicherkomponenten. So, erstmal die ein... Oder ich baue erstmal mit denen hier. Genau, pass auf, wir machen das mal so. Wir bauen erstmal einen Prozessor. Und zwar nehmen wir dafür die Fertigungsprozessoren, die wir schon in der vorletzten Folge, glaube ich, gebaut haben.
die legen wir in die 2 und wir nehmen die 64K-Speicherdinger, die legen wir in die 1. Und jetzt bekommen wir hier Fertigungsspeicher mit 64K. Das sind die größten, die es gibt. Und ich habe aber jetzt absichtlich mal gewartet, bis wir die bauen konnten. So, denn damit können wir jetzt auch große Aufträge abfertigen. Ich gehe mal hier aufs Dach. So, und hier auf dem Dach, da müssten wir das Ding jetzt anschließen. Jetzt muss ich kurz nur überlegen. Hier haben wir das Zeug. Ich hätte dann gerne hier noch ein bisschen schlaue Kabel dazwischen. Das machen wir jetzt mal kurz. Schlaue Kabel. So, haben wir 60, 160 Stück? Nee, doch, 160 Stück. Hui. So viele haben wir davon. Das ist ja wunderbar. Das läuft. So, jetzt komme ich aber hier nicht drauf. Jetzt muss ich nochmal runterlaufen. Oh, Mann. So, Keramik. Wir nehmen mal hier graue Keramik noch. Und jetzt habe ich auch Baumaterial, um mich nach oben zu bauen. Wieder nach oben. So, hier, das haben wir schon angeschlossen. Ich glaube, ich gehe mal hier hin, weil hier haben wir jetzt eh schon was dran. Wir machen jetzt hier mal, das sind jetzt die Fertigungsprozessoren und wir machen hier mal 2 von denen, oder ich mache noch einen drauf. So, und dann können wir nämlich jetzt hier oben die Fertigungsprozessoren dran machen und die Fertigungsspeicher. Und dann können wir schon unser Autocrafting starten. Ach, ich könnte das auch, warte mal, ich mache das anders. Ja, wir haben ja die großen Dinger gebaut. Ich mache es noch anders. Pass auf, wir machen das so. Wir bauen hier drüben, komme ich jetzt nicht dran. Machen hier nochmal 3 Kabel drauf. So. Und dann machen wir hier noch einen Fertigungsprozessor drauf. Nee, warte mal, Sekunde. Machen wir genauso wie auf der anderen Seite. Machen wir hier den Speicher drauf und die Prozessoreinheiten hauen wir einfach davor. Geht das so? Ja, das hat fast funktioniert. So, das hat sich verbunden. Das hat sich auch verbunden. Es sind jetzt sehr kleine Einheiten. Ich glaube, so klein habe ich die noch nie gebaut. Das ist Mini. Mini, Mini? Ja, ja. Ein Prozessor und einen Fertigungsspeicher. Mal gucken, ob das gut geht. Ja, für die so, Kleinen. Was können wir denn mal gucken hier? Wir können mal Schablonen gucken. Schablonen haben wir ja schon das Rezept drin. Ich mache mal 10 Schablonen. Wir drücken hier, also wir sehen jetzt hier, da sind alles Sachen drin und ich kann jetzt hier Start drücken und 10 Schablonen. Ja, ich hätte es vielleicht vorher auswählen sollen. 10 Schablonen sind auch schon. Ja, es läuft nicht so schnell, aber das liegt noch an was anderem. Wir haben nämlich auch keine Beschleunigerkarten drin. Beschleunigerkarten. 2 Stück habe ich noch hier. Wir machen das anders. Wir legen gleich mal noch ein Rezept an. So, ich brauche jetzt nochmal Schablonen. Das sind da 10 Stück da. Und dann brauchen wir Beschleunigerkarten. Die sehen so aus. Beschleunigerkarten von Blight Energistics. Machen wir hier mal als Rezept rein. Das hat nicht funktioniert, weil die fortschrittliche Karte zum Beispiel fehlt. Und dann haben wahrscheinlich auch Fluxkristalle gefehlt. Ja, es bleibt schwierig, wir haben keine Fluxkristalle. Echt? Ich mache gerade mal welche. Die müssten jetzt auch automatisch laufen. Flux. Ja, es geht gerade noch sehr langsam. Das liegt aber daran, weil wir keine Beschleunigerkarten drin haben. Aber das Autocrafting läuft schon mal, wenn auch langsam, schon mal an. Ist ja schon mal ein Anfang. Könntest du mal aus dem Reaktorraum vielleicht die Ladegeräte holen für die Zertuskristalle? Kristallwachstumskammer. Nee, im drüben beim Reaktor stehen glaube ich 2 oder 3 Ladestationen für Zertuskristalle. Okay, hole ich. Damit wir geladene Zertuskristalle bekommen. Und ihr seht jetzt hier, die Fluxkeime wachsen jetzt hier. Wir sind jetzt schon bei 60%. Bei 70%. Das geht also relativ schnell hier mit dieser Wachstumskammer. Wenn ihr die normal ins Wasser werft, dauert das Ganze 1,5 Stunden. Und ihr seht,
Jetzt nach dieser, ich weiß nicht, so weit höchstens eine Minute, haben wir die schon fertig und können weiterbauen. So, ich gehe dann mal nach oben. Ich habe dann das nächste Rezept. Übrigens, wenn ihr euch hier so wundert, was das für ein Geräusch ist. Ich habe mich da eben auch gewundert. Wir haben draußen einen Ranger stehen. Den haben wir, glaube ich, auch im Offline gebaut. Also im Off gebaut. Und das komische Geräusch kommt daher, dass draußen die Kuh die ganze Zeit gemolken wird. So, das war jetzt die Fertigungskarte. Und ich gebe nochmal ein Beschleunigerkarte. Also erstmal die Kristalle hier reingeworfen. So, hier ist die Beschleunigerkarte. Die besteht aus einer fortgeschrittenen Karte und aus einem reinen Fluxkristall. Ich mache mal hier so. Und da hat man das Rezept. So sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir es als Schablone. Die Schablone verteilen wir dann, legen wir dann mal hier irgendwo in einen Molekularsampler. Jetzt können wir die automatisch herstellen. Ich würde sagen, wir brauchen von den Beschleunigerkarten mindestens mal. Die brauchen wir die ganze Zeit. Dann machen wir mal 30 Stück. So, hier läuft jetzt gerade gar nichts. Wir müssen mal gucken, wo es dran hängt. Das hängt irgendwie an den fortgeschrittenen Karten. Da müssen wir mal checken, wo dran es liegt. Ob hier oben vielleicht einer der Molekularsampler keinen Strom hat oder so. Hier ist leer. Mhm. Ihr könnt ja zu denen hingehen und könnt die anklicken. Dann könnt ihr sehen, was da drin so liegt. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. Mhm. Aber warum läuft unser Auftrag nicht? So, der hat hier angehalten. Fortgeschrittene Karten sind 30 geplant. Ich breche das mal ab. Wir gehen mal hier auf fortgeschrittene Karte. Und ich mache mal 10 Stück. Und das läuft irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil wir keine Kalkulationsprozessoren haben. Aber es müsste ja anzeigen. Doch, doch, haben wir da. Der Auftrag hängt irgendwo, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ach, warte mal, vielleicht habe ich das hier drüben. Sekunde. Ach, ja, ich sehe schon, wo dran es liegt. Ich habe es aus Versehen in die Gravurmaschine reingelegt, aus Versehen. Das Rezept. Das geht natürlich nicht. So, jetzt, die hat natürlich nicht auf so einen Antrag hier reagiert. Wir machen nochmal Beschleunigerkarten. Daran lag es. Es war nämlich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig, dass sich nichts bewegt. So, wir gehen aber hier drauf und drücken da drauf und drücken nochmal hier auf Beschleunigerkarten. Und jetzt gucken wir uns das Ganze an. Da läuft es schon. Seht ihr, jetzt wird die nämlich gecraftet. Und wir gehen hier nicht auf Abbrechen, sondern wir gehen hier mit Escape raus. Sonst brechen wir nämlich den Auftrag ab. So, hier sind jetzt schon die ersten Karten fertig. Die nehmen wir uns schon mal raus. Jetzt haben wir 19 Stück und die reichen uns, um oben die Molekularsampler schon mal zu beschleunigen. Ja, ich glaube, wir brauchen 20. Genau, eine zu wenig. Wir gehen also hier zu diesen Geräten, die so farbige Markierungen außen haben, und wir tun die maximal beschleunigen, damit wir unsere Aufträge ab jetzt immer in voller Geschwindigkeit bekommen. So, also hier nochmal 5 Stück dazu. Und hier habe ich jetzt nur 4. Aber das ist ja auch schon ganz schön schnell. So, jetzt können wir erstmal craften. Alles, was wir jetzt so herstellen, können wir jetzt schon mal über unseren kleinen Computer laufen lassen. Und wir gucken uns mal an.
Oder wir bringen ihm mal bei, wie man diese Speicherkomponenten baut. So, wir gehen also hier auf, ich bin in der falschen Konsole, muss ich erstmal hier unten hingehen. Ah, das Schablonen brauchen wir auch noch. So. Ich mach mal gleich 100 Stück. Ihr seht, wir haben zu wenig Crushed Certus. Wir müssen also Certus nochmal crushen. Zert. Ja, das geht. Wie? Da ist doch ganz viel Certus. Ach, ja. Wir haben Certus Staub. Okay. Okay, okay. Wir müssen das Rezept ändern. Und zwar wir nehmen das nochmal raus mit den Schablonen. Wir legen das nochmal hier rein. So, das ist eine fertige beschriebene Schablone. Die lege ich hier unten rein und wir bekommen jetzt hier angezeigt. Hört sich nicht immer gut an. Ich weiß nicht, was er jetzt hier hat. Warum macht er das nicht? Weil es ist doch alles da, was er braucht. So, ich lege das nochmal hier rein und wir machen nochmal Schablone. 100 Stück. Warum will er jetzt hier Zertusquarz verarbeiten? Ach, jetzt weiß ich warum. Fürs Quarzglas. Im Rezept fürs Quarzglas ist ein Fehler drin. So, wir haben also hier Quarzglas-Rezept. Nehmen wir raus. So, nehmen die beschriebene und legen die hier rein. Und hier ist jetzt drin gespeichert Crushed Quarz von Actual Editions. Und wir brauchen aber Certus Staub. So, wir tauschen also jetzt hier im Rezept tatsächlich das hier gegen Certus Staub aus. Das bleibt ansonsten hier gleich und wir beschreiben die Platte nochmal neu. Und jetzt geht das Ganze hier auch mit dem Autocrafting. So. Und ich gehe nochmal hier auf Schablone. So, jetzt seht ihr, alles läuft. Wir können also jetzt hier starten und jetzt müssten die ersten Schablonen schon eintrudeln. So, und während die noch laufen, können wir ja unten schon mal weiterarbeiten. So, ich lege jetzt nochmal die dazu. Dann können wir gleich drüben auf der anderen Seite auch noch welche machen. Jetzt gehen wir hier auf Speicherkomponenten. Und hier haben wir jetzt das Rezept für die 1Ks. Das hatten wir ja eben schon mal, waren wir eben schon mal durchgegangen. Logikprozessoren, Redstone und Zertusquarze außen rum. So, da machen wir schon mal ein Rezept für. Dann gehen wir hier zur 4K-Ausführung, machen da auch ein Rezept von. Dann suchen wir uns die 16K raus, machen da auch ein Rezept von. Und dann haben wir hier die 64K. Da fehlen uns jetzt die Prozessoren. So, das heißt, wir müssen hier von denen nochmal 3 Stück herstellen. Das geht gerade nicht. Okay. Dann müssen wir die erstmal hier im Molekularsampler verteilen. So. Und aber wichtig, ihr müsst die ein bisschen verteilen, damit die nicht alle auf dem gleichen Molekularsampler arbeiten nachher. Oh, das hier hatten wir schon drin. Das war die 1K. Das ist die 4K. Das ist die 1K. Das heißt, die eine Schablone können wir nochmal neu beschreiben. So, wir machen mal hier kurz 16K. Davon mache ich mal 3 Stück. So, wir brauchen Redstone und wir brauchen Konstruktions- und Logikprozessoren. Kannst du die gerade mal herstellen? Mach gleich. Logikprozessor hast du 16. Ja, es reicht nicht. Reicht nicht, wow. Nein, nee, da müssten schon mal so 200 da sein. Wenn wir jetzt irgendwie Festplatten bauen und so, dann ist das ganz schön wenig. Mach ich. Und die müssen natürlich dann auch gedruckt werden, die Prozessoren, gell? Jo. So, ich... Gold. Hast du die Ladestation schon geholt? Die ist schon unten angeschlossen. Ich brauche nur noch ein Importpass.
Dann ist sogar schon. Das muss noch. Muss man, die musst du aber paar, das musst du paar, ah, das hast du, glaube ich, gemacht. Ja. Ich habe nämlich mal aus Versehen Exportbusse hingemacht und habe gesagt, okay, ja, Zartus quatsch ich hier rein und dann hatte ich irgendwann ganz viele geladen, ne, aber keinen einzigen normalen mehr. Nee, das kann man bestellen. Natürlich alle durchgelaufen sind. Also Ein geladene haben dann nicht mehr gefehlt. So, ich guck mal bei geladenen. Wir haben gerade nur 4 Stück, die geladen sind. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, dann werde ich jetzt gerade ein bisschen ausgebremst. Wir haben auch so. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach noch mal digital, meiner. Digital. Oder machen wir auch gerade ein Rezept von. Wie heißt denn da noch mal? Digital. Ja, das ist Meiner. So, das ist jetzt ein ziemlich kompliziertes Rezept und das besteht hier aus ganz, ganz vielen Sachen. Und da müssen wir mal gucken. Also Atomlegierungen zum Beispiel haben wir noch nicht da. Ich glaube, das müssen wir nach und nach jetzt erstmal zusammenschrauben. Das machen wir vielleicht doch nicht als Rezept, weil es als Rezept gerade ein bisschen schwierig ist. Digital. Ich mal gucken, was wir davon da haben. Oh, Atomlegierungen hätten wir sogar da. Wir müssen noch einen Robot bauen. Eigentlich müssen wir 3 Robots bauen. Oh, was liegt hier? Haben wir So, schon Raffin. Ja? Zerstoßer von Mechanismen? Ja, haben wir. Sehr gut. Der hängt drüben. Ich muss raffiniertes Osmium herstellen, raffiniertes Obsidian herstellen, genau. Und da müssen wir gerade mal gucken. Dafür brauche ich, glaube ich, auch den Zerstoßer. Ach nee, das ist der Osmium-Kompressor. Da muss rein ein Osmium-Baren und raffiniertes Osmium-Baren und raffiniertes Obsidian, genau. Osmi. So. Oh Gott. Der ist wahnsinnig laut. Und wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, ob wir den auch irgendwie, Kann man upgraden, ja. ob wir den auch upgraden können. Tun wir gleich noch die nächste Maschine dazu, die auch noch ein bisschen lauter ist. Kannst du nicht stehen bleiben, ist so laut hier. Ja. Boah, das gibt's ja gar nicht. Also auf meinen Kopfhörern ist es gerade wahnsinnig laut. Ja, ist es auch. Und das Melkgeräusch draußen ist auch wahnsinnig laut. Ich mache vielleicht mal bei den Soundoptionen. Was haben wir denn hier? Soundblöcke ist auf 100%. Ist es das? Musikblöcke? Nee. Hintergrundgeräusche, oder? Nee, es wird nicht leiser. Sowas. So, digital meiner. Dann müssen wir hier noch logische Sortierer. Davon müssen wir noch. Also wir waren jetzt gerade hier beim Robit, genau. Da habe ich jetzt hier das schon mal drin liegen. So, diese Tablets werden komischerweise nicht aus dem System hinzugefügt, obwohl die da sind. So, die haben wir da. Dann haben wir Robit. Muss ich nochmal eingeben. Robby. So, dann haben wir hier persönliche Truhe. Die wird so gebaut. Davon baue ich jetzt gleich mal an dem anderen, an der, bis die ist belegt. Okay, dann gehen wir hier unten an die Konsole.
So, persönliche Truhe. So, dann machen wir hier mal das und nehmen uns hier einfach mal eine, zwei, drei, vier Stück raus und dann werfen wir die ins System. So, die kommt hier unten hin und dann war für den Robert noch Osmium. Das müssen wir von drüben holen. Jetzt weiß ich gerade nicht. Atomlegierung, Atom. Da haben wir noch zwei Stück. Das ist natürlich auch ein bisschen wenig. Da müssen wir uns auch mal mit beschäftigen, dass wir da noch ein paar mehr besorgen. So, habe ich jetzt hier und da hätten wir schon mal Robot Nummer 1 und Robot Nummer 2. Dann können wir schon mal zwei Digitalminer bauen. Ist ja schon mal ein Anfang, oder? Ja. Digital. Legierungen. So, ich habe jetzt hier eine ganze Menge Legierungen. So, was haben wir denn hier? Wir brauchen jetzt hier Crutch. Oh, was ist so laut bei dir? Ist gerade laut bei mir. Ja. Diamant. Dust. Diamant, Dust. Haben wir noch 18 Stück. Ich hoffe, dass das reicht. Also Diamanten zu Staub zu verarbeiten, das fällt mir immer sehr schwierig, weil von denen hat man ja so wenig. Das glaube ich dir. So, wir gucken einfach mal hier rein. Hier ist noch ein bisschen Obsidian drin. Das ist natürlich doof. Hier ist leer. Okay, dann machen wir hier mal 9-mal Diamantstaub rein und machen hier angereicherte Legierungen. Mal gucken, wie viel das, ob das auch 9 Stück werden. Sieht aber gut aus. So, da hätten wir schon mal 9 Stück von hergestellt. Jetzt brauchen wir natürlich noch Atomlegierungen. So, Atomlegierungen werden hergestellt mit raffiniertem Osmium. Davon haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr, oder? Haben wir da was im Computer noch? Vielleicht aus. Achso, das könnte 12. Hier drin. 12, okay, das wäre doch schon mal ein Anfang. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Das ist durchgelaufen, aber das habe ich jetzt komplett verbraucht. Raffiniertes Osmium. Manchmal springt er mir einfach hier aus dem Menü raus. Ah ne, raffiniertes Osmium-Staubzeugs brauchen wir. Also raffiniertes Osmium. Ja, dann können wir die wieder pulverisen, das will ich aber gar nicht machen. Dann brauchen wir pulverisiertes Osmium und müssen das mit Diamantstaub machen. Oh, schon wieder Diamantstaub. Pulverisiertes Obsidian hätte ich da. Gut. Hier, gehen wir hier hin. So. Also müssen wir das nochmal hier reinhauen und müssen dann hier aus Obsidian reinmachen. Da bekommen wir hier raffiniertes Obsidian. Hast du eine Anreicherungskammer? Ja, die haben wir, glaube ich, auch. Zwecks. Zerstoßer, Osmium-Kompressor, metallurgischer Infusor, Furnace. Weil da kannst du doch Ding reinschmeißen, oder? Das Diamant und so weiter. Dann werden die Platten gemacht, dann kriegst du aus einem Diamantstaub 8 raus. Echt? Aber nur für Mechanismen. Ja, es ist ja für Mechanismen. Das müssen wir dann vielleicht mal machen. Ja.
Da sparst du nämlich wirklich viel. Es geht mit Diamanten, glaube ich. Mit dem raffinierten. Was? Komm mal runter. Ich bin unten. Ja, Ja. ja. Für die Metallinfos, Infos. Ja, die stehen hinter dir. Genau, die, da machst du Zeug. Okay? Ja. Wo ist die Anbrech? Die haben wir noch nicht. Also alles, Da was du müssen wir. hier reinschmeißen musst, Ja. an raffinierten Obsidian und so weiter, kann man vorher pressen. Aus einem Staub, glaube ich, wären dann 8. Deswegen wäre es immer sinnvoll, dass du das in die Anreicherungskammer reinschmeißt. Die müssen wir uns dann kurz bauen. Ja, die können wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen, weil wir sind Ja. schon wieder überzogen. Es sind schon wieder 30 Minuten. Oh, was ist das? Das geht so Da steht ein schnell. Creeper. Wir haben einen Creeper an der Basis. Nein. Werden die bestellt? Wo kommt denn der her? Ja, jedenfalls, wir müssen dann mal für heute auf Wiedersehen sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann guckt auch morgen wieder zu. Dann werden wir auf jeden Fall hier weiterbauen und mal gucken, dass wir dann die Digitalminer wieder an den Start bringen, die komischerweise verschwunden sind. Bis dahin, macht's erstmal gut. Wir sehen uns morgen. Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao, bye bye. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.